Oh, lol. Untersuche die Unbekannte. Finde Liv, repariere den Sensor. Untersuche den Satellitenausfall. Nimm den Sensorsatelliten wieder in Betrieb, sodass Hera Liv F1. Hä? Okay. Der Satellit ist ja der hier, oder? Ja. So, jetzt werden wir erstmal eins machen. Wir werden erstmal unser Schild wieder aufladen. So, weil wir müssen ja raus. Wir müssen raus. Also allgemein liebe ich ja so Weltraumgames mit Erkunden, Survival, Crafting und so weiter. Und allein von der Optik her muss ich echt sagen, Hammer. Also ich bin absolut fasziniert von dem Ding her, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich weiß ja jetzt nicht, für euch auf dem Monitor sieht das nochmal anders aus. Jetzt zur Untersuchung dieser unbekannten Substanz, die den Satelliten bedeckt. Beginne visuelle Begutachtung. Die Substanz besitzt eine faserige Struktur. Sie scheint mein Exoskelett nicht zu beschädigen. Echo One, ich empfehle, die nicht identifizierte Substanz nicht einfach so zu berühren. Tja, zu spät. Ich empfehle den Einsatz deines Scanners zum Sammeln weiterer Daten. Scandaten erhalten. Bitte warten. Aminoorganische Verbindung. Intakte Peptidbindung, minimale zelluläre Aktivität. Vorläufige Analyse, inaktives Biopolymer. Ursprung unbekannt. Scheint nicht gefährlich zu sein. Es scheint das Vakuum nicht überlebt zu haben. Ich empfehle, deinen Reaktivcutter zu verwenden, um eine Probe zu nehmen. Mal, da ist der Rest von meinem Raumschiff da hinten. Seht ihr den Ring dort hinten? Komplett weggefetzt. Krass. Ich hab mir das Spiel gerade gekauft. Ich gehe dann jetzt mal, damit ich nicht alles schon gesehen habe. Jesse, vielen lieben Dank für das Reinschauen. Ja, na selbstverständlich. Freue ich mich. Schön. Ich empfehle, deinen Reaktivcutter zu verwenden, um eine Probe zu nehmen. Hera, ich habe die Wartungsluke gefunden. Bestätigt. Seltsam. Hera, hast du das gesehen? Die Substanz scheint durch meinen Reaktivcutter gereizt worden zu sein. Bestätigt. Speichere Interaktion. Leider bedeutet das, dass ich keine Probe nehmen kann. Untersuchung abgeschlossen. Speichere alle Beobachtungen der Biomasse unter der Überschrift Unbekannte biologische Gefahr. In Ordnung. Mal sehen, ob ich diesen Satelliten zum Laufen bringen kann. Tja. Das sieht jetzt wieder aus wie bei. Jesse, einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Und wie gesagt, bis morgen früh, du hast es ja geschrieben. Jetzt, das sieht jetzt schon wieder aus wie bei. Wie bei Half-Life. Eigenartig. Laboreinheiten sind darauf ausgelegt, eine eingeschränkte Funktionalität beizubehalten, auch wenn sie schwere Schäden erlitten haben. Aber diese Einheit scheint alle internen Funktionen eingestellt zu haben. Sie kann nicht repariert werden. Alter Schwede, ein Riesenpickel. Dieses Trümmerteil gehört nicht zum Satelliten. Es muss von dem unbekannten Schiff stammen. Okay, jetzt war ich eben außerhalb der
Boah! Der Schutzhülle. Rubik? Repariere den Sensor. Untersuche den Satellitenausfall. Schilde bei 95%. Verstehe ich nicht, warum eiert der denn jetzt da rum da mit dem Text? Hä? Das ist doch ein Text mit einer Sprechblase. Macht aber da nicht. Genauso wie hier. Diese Klappe wird vor dem Einsatz versiegelt. Ich muss sie aufschneiden, um an die Stromsteuerung zu gelangen. Ja, mehr wollte ich ja nicht haben. Wo viel schnitten, Jo? Dieser Schalter legt die Stromquelle des Satelliten fest. Im Moment wird er durch die Batterien versorgt. Und nu? Der müsste da irgendwie aufgehen hier, oder? Ah, hier. Da war ja wieder klar, dass ich wieder eine Batterie brauche. Ich brauche eine Energiezelle.
La la la. So. So, jetzt geht's aber voran, oder? Geht's voran, Jova? Ich bin echt gespannt. Wow. Wo sind die? Wieso fängt denn das hier alt an zu kochen gerade? Batterie eingesetzt. Hera, der Strom weckt die Biomasse auf. Ich rate zu Vorsicht. Das war's. Der Satellit ist jetzt voll funktionsfähig. Hera, starte bitte eine Langstreckensensorabtastung nach Fury-Transportern. Bestätigt. Echo One. Die Langstreckenscanner haben Captain Rhodes Fury-Transporter entdeckt. Das Signal kommt aus dem Inneren des unbekannten Schiffs. Verstanden. Leg einen Kurs fest. Bestätigt. Fury-Transporter ist abflugbereit. Was, kannst du die Luken aufschneiden, um reinzuklettern? Okay, wozu schreibe ich das überhaupt? Hä? Was, namenloser, was meintest denn du jetzt? Wähle dein Ziel. Alter, kick mal das Schiff an, krass, oder? Leute, bevor wir da jetzt hinfliegen, ja, trinken wir mal noch einen Schluck, ja? Boah. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir die Augen brennen gerade, wa? Also das ist schon hastig. Ich sag mal, wenn wir grob sind, ja, sind wir jetzt echt bei 5,5 Stunden. Oh, und 5 Stunden davon sind wir im Game. Also auch krass vom Durchhalten her. 20 Sekunden nachdem geschrieben hatte, ach ja, schneiden wir das auf. Wie wäre es mit Pipi-Pause? Nee, jetzt gibt es keine Pipi-Pause. Kannst du knicken. Wir haben es jetzt 21, wir haben es gleich 10 Uhr, ey, überleg mal. Ziel, Fury-Transporter, ich habe viel zu wenig getrunken. FR-103, bereitet Zündung der Schubdüsen vor. Bitte warten. Ey, hier steht eine ganze Kanne Tee auf meinem Tisch. Scanne den Rumpf nach charakteristischen Eigenschaften oder Markierungen. Bestätigt. Ja, nicht. Ich gehe trotzdem eine rauchen. Mach langsam, will nichts verpassen. Ahaha, ich fliege jetzt gerade zum Schiff und jetzt siehst du ihn rochen. Du bist ja eine Marke. Alter, ist das ein Riesenschiff, wa? Vorsicht, verringere die Geschwindigkeit. Was ist los? Mögliche Markierungen auf dem Rumpf entdeckt. Halte hier. Ich möchte mir den Scheinwerfer des Furies mal genauer ansehen. Ich kann den Fury-Scheinwerfer benutzen, um mir die Markierung näher anzusehen. Hera, könnte das eine Art von Schriftsystem sein? Vergleiche mit allen bekannten schriftlichen Kommunikationssystemen in Atlas interplanetarischer Datenbank. Keine Einträge gefunden. Erstelle eine Tabelle für die lexikalische Analyse. Wir müssen in Bewegung bleiben. Bestätigt. Reaktiviere Schubdüsen auf deine Eingabe hin. Da ist das Ding groß, oder was? Wähle dein Ziel.
Zwei Striche noch. Zwei Striche noch, Frau Namlos. Hoffentlich wird der zweite Teil nicht so ein... Suche nach einer alternativen Route. Sackgasse. Ich kann den Fury-Scheinwerfer verwenden, damit Hera einen Weg findet. Hoffentlich wird der zweite Teil nicht so ein außerirdischen Blödsinn. Da, dieser Weg scheint frei zu sein. Kannst du das bestätigen? Bestätigt. Lege neuen Kurs fest. Ist alles voll mit diesem Gelumpe. Bescheid, wenn es weitergehen soll. Das ist alles, also so richtig mit dem Ding hier ist jetzt nicht so. Wähle dein Ziel. Ja, zwei Striche, sagt er. Warnung. Aha. Missionsgebiet wird verlassen. Notfallneustart eingeleitet. Hä? Neustart eingeleitet. Notfallabschaltungssequenz abgeschlossen. Livs Signal kommt irgendwo aus der Nähe. Ich sollte mich hier mal umsehen. Warum war ich denn jetzt aus dem Ding raus? Ich sollte mich hier mal umsehen. Erreiche Liv Furys Transporter. Der ist da oben, ja. Okay. Finde Liv, untersuche den Bereich. Schau nach, ob sich Liv noch in der Nähe befindet. Oh, Herrn Schönauer, dass das Ding jetzt dort rumschwebt, war, wo ich jetzt gerade wieder. Aha. Okay, wir machen uns auf den Weg. Untersuche Liv Fury's Transporter. Okay. Wir müssen da oben hinkommen. Und wir werden definitiv drauf hin. Das Schiff ist stark verstrahlt. Wenn ich dieses Dämpfungsfeld nicht bald wieder aktiviere, wird meine Hardware beschädigt. Schilde bei 95%. Das sollte mich vor der Strahlung schützen. Liv muss damit einen Weg hineingefunden haben. Oh. Eine Notfallbarke. Ich sollte sie scannen. Vielleicht hat Liv eine Nachricht hinterlassen. Alle, die diese Nachricht empfangen. Hier spricht Captain Olivia Rhodes. Ich lebe. Zumindest vorerst noch. Die Lebenserhaltung von Kronos 2 wurde beschädigt. Und ich hatte keine andere Wahl, als auf diesem unbekannten Schiff Zuflucht zu suchen. Wenn Sie das empfangen, Titan Command, schicken Sie bitte so schnell wie möglich Hilfe. Hier ist alles stark verstrahlt und... Scheiße, ich kann hier nicht bleiben. Vielleicht komme ich rein. Okay, Captain Rhodes, Ende. Ah! Das hat sich bestimmt abgeschaltet, um Strom zu sparen. Das heißt, Liv war vor Stunden hier. Hoffentlich kann ich sie noch einholen. Betritt das Schiff, finde Liv.
Also ist die oberste Mission, finde Liv, gefundene Audiolog. Ach, Aimine. Notfallbarke, Evakuierung. Okay, okay, okay. Alter Schwede. Also wir müssen jetzt in das Schiff rein. Finde einen Weg. Also entweder tippt den Weg dort lang oder dort ist schon was offen. Ja. So, wieder da, jo. Eigenartig. Vielleicht eine Steuerungskonsole. Eine Luftschleuse. Allerdings scheint sie offline zu sein. Meine Güte. Der Rumpf ist hier beschädigt. Eventuell könnte ich mir einen Weg hinein freischneiden. Diese Luftschleuse ist irreparabel beschädigt. Ich muss einen anderen Weg finden. Also es sieht jetzt nicht so aus. Also das heißt jetzt nicht, dass dieses Schiff hier, ja, dass dieses Schiff hier unbedingt von dieser Biomasse, ja, dass das irgendwie zusammengehört, ja. Auf jeden Fall ist es ziemlich eklig und wie ich schon sagte, namenloser als du Dampfenjang bist, ich hoffe nicht, dass der zweite Teil so ein Alien-Müll wird, ja? Soweit so, hm. Was soll ich scannen? Die Konsole? Du meintest die da unten. Das sieht wie eine Art Wartungskanal aus. Von hier kann ich vielleicht den Strom für diesen Abschnitt wieder einschalten. Ja, an der Tür. Na ja, gucken wir gleich mal. Das sieht wie eine Notstromversorgung aus. Aufgrund der Biomasse ist sie aber nicht mehr funktionsfähig. Ein Speicher für ionische Flüssigkeit. Geladener Kontaktpunkt. Wahrscheinlich eine Art Energiezelle. Okay. Also sieht jetzt nicht so aus, als wenn die Ding. Energiezelle. Ich denke mal, das brauche ich draußen für die Tür, oder? Kann jetzt sein. Thank you.
Diese Luftschleuse ist in besserem Zustand, aber sie scheint keinen Strom zu haben. Das könnte eine Art Steuerungskonsole sein, aber sie scheint sich nicht aktivieren zu lassen. Vielleicht hat sie keinen Strom. Ziemlich schlau. Wahrscheinlich war das jetzt falsch, was wir jetzt gemacht haben. Bei der Menge an Biomasse in der Gegend ist dieses Schiff wahrscheinlich die Quelle. Ah, das heißt aber nicht, dass das Schiff das Problem ist. Ach, guck. Da ist noch so ein Speicher. Ach, jetzt verstehe ich das. Jetzt kapier ich das. Also klar, die müssen da rein. Die müssen da hier ringelicht werden. Hä? Nicht? Was denn? 1 Meter. Ja, vor mir. Wir hören die nicht darin? Da liegt ja noch so ein. Da ist doch noch so ein Ding. Eieiei, und Jessie ist nicht mehr da. Jetzt weiß ich auch nicht, was ihr hier blüht. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier durch müssen. Um irgendwo so eine Energiezelle zu finden. Na, sag ich doch. Da oben müssen wir hin. Für das Tor. Mal, da sind. Ene ist noch drinne. Zelle eingesetzt. Jetzt muss ich den Rest austauschen. Sieht aus, als würde die Luftschleuse hochfahren. Wenn sie funktioniert, ist das mein Weg hinein. Hier ist der Rumpf auch geschwächt. Mit meinem Cutter müsste ich durchkommen. Na, was ist denn nu? Doch nicht kaputt, oder was? Hä? Komm ich hier bloß von außen drin? Ist auch ein Ding, wa?
Hä? What? Okay. Krass. Die Steuerung ist jetzt mit Strom versorgt, aber ich bin nicht mit dem holographischen Interface vertraut. Vielleicht ziehen statt drücken. Das Spiel soll man 6 Stunden schaffen. Naja, ich sag mal, wir sind jetzt bei 6 Stunden. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, Frau Namenlos. Ich glaube nicht, wenn dass... Wenn Liv hier war, ist sie vielleicht noch in Reichweite meines Kommunikators. Liv, hörst du mich? Olivia, bist du da? Immer noch gestört. Ich habe keine Wahl, als erstmal ihrer Spur zu folgen. Hey. Den verstehe ich nicht hier. Ach so! Du musst den hindrehen und der muss den Rin drücken. Ich hasse sowas. Die Kabine steht unter Druck, aber die Luft kann man nicht atmen. Könnte das die Biomasse sein? Könnte sie kontaminiert sein? Die hier angezeigten Daten passen zu keinen in meiner Datenbank enthaltenen Codes oder Sprachen. Stelle eine Ladung in diesem Gerät fest, die dem des Induktionspanels der Chronos 2 ähnelt. Vielleicht kann ich es zum Aufladen verwenden. Dieses Gerät hat eine elektrische Ladung gespeichert und ist mit Geräten in der Nähe verbunden. Wahrscheinlich eine Art Kondensator. Darüber wird das Panel bestimmt mit Strom versorgt. Ich kann Strom daraus abziehen und, falls nötig, meinen Strahlungsschild wieder auffüllen. So. Okay. Das läuft so ähnlich wie bei den Notfallverteilern auf der Chronos 2. Vielleicht kann ich ja die Stromzufuhr umleiten. Aber vorher muss ich diese Abdeckung abschneiden. Irgendwas atmet hier. Ein großes Fach, ungefähr in Form eines Humanoiden. Das könnte eine Art Durchgangsraum sein. Also ich hoffe, dass das jetzt dieses Schwabbelzeug bloß ist, was hier so atmet und nicht irgendwas anderes. Was ist denn das? Okay, sieht aus wie ein Sternsystem. Okay. Thank you.
Aha, okay. Scheint, als könnte ich hier auf die Infrastruktur des Schiffs zugreifen. Diese Sporen könnten den Sauerstoff kontaminiert haben. Egal, was da noch kommt. Beende das Game bloß und brech das AEA nicht ab, mein Guter. Schleuse beschädigt. Beende das Game bloß und brech das. Die Tür wird von der Biomasse versperrt. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach, jetzt ist mir schon klar, warum. Hm. Jetzt ist mir klar, warum ich hier oben das Ding aufmachen soll. Da ist nämlich der Weg, wo wir lang müssen. Was sagen die Controller? Noch 2 Punkte, okay. Also so lange habe ich noch nie VR gespielt, ganz ehrlich. Also nochmal durchspielen und bitte nicht abbrechen. Was, nochmal durchspielen? What? Ich versuche mal nicht ranzukommen an die Dinger. Da drüben ist ein Dingens. Großflächige Biokontamination. Ich sollte vorsichtig sein. Ja. Ob das jetzt so richtig war, dass ich hier die Tür wieder zumache, das weiß ich nicht. Ich lasse einfach mal offen. Uah. Also du kannst hier nur noch mit den kleinen Schubdüsen lenken. Ja. Und bloß nicht umdrehen, weil sonst lenkst du nämlich in eine falsche Richtung. Die Biomasse dort wurde inaktiv, als der Strom ausfiel. Sie scheint direkt mit dem Stromnetz des Schiffs verbunden zu sein. Dieses Schott ist verschlossen. Vielleicht kann ich mich hindurchschneiden, um an den Schließmechanismus zu kommen. Wie soll ich denn hier rinkommen? Ist ja komplett zugewuchert.
Verstehe ich jetzt nicht, warum nochmal spielen, Namenloser? Schließmechanismus freigegeben. Jetzt kann ich die Tür aufstemmen. Da steht normal, nicht no. Ach so, Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen sehr nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag so eine Alien-Filme. Alien-Filme. Den Rumpf durchschlagen. Das Ding scheint Sporen in die Luftversorgung abzugeben. Vielleicht eine Biowaffe? Diese Sporen explodieren bei Kontakt. Sie verbrauchen mein Strahlungsschild im Nu, wenn ich Ihnen nicht aus dem Weg gehe. Ah, toll. Wow. Von hier aus komme ich zurück in die Hauptkabine. Hä? Ach, jetzt bin ich aber woanders. Okay. Machen wir das Ding da oben zu. Okay, jetzt bin ich woanders hier.